Ach du Schande, jetzt weiß ich wieder, wo wir waren. Glück auf, Leute, und warum? Nochmal will ich unbedingt weit. Bist du verrückt? Geh da bloß nicht raus. Ich weiß doch noch, dass hier massenhaft von diesen hässlichen Misthunden sind. Aber wie wär's, wenn du mich einfach auch mal. Schwer verwundet. Ja, was gehst du auch in mein Feuer rein? Du bist so ein richtiger Lattenrost, weißt du das? Okay, wir müssen aufpassen. Wir wissen nie, von wo die anrücken. Hallo? Hast du eine Ahnung, wo die sind? Ich bin gerade mega nervös. Mir sind das eindeutig zu viele Supermutanten hier unten. Das wäre ein guter Kampf. Warte, da draußen ist. Ich wusste es. Ach, von wo denn? Lol, von da? Das wär's. Okay, haben wir den auch erstmal. Was haben wir hier? Patronen? Noch mehr Patronen? Wir haben hier noch so viele Gegner auf dem Schirm, das glaubt er ja gar nicht. Kaffeetassen, das ist alles Schrott. Mir wird immer wieder gesagt, ich soll das Zeug sammeln. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Oh. Hinter dir! Wo sind sie? Wieder ein Sieg für die Minutemen. Ja, weil du nicht aufpasst. Hast ja wohl richtig den Deckel offen, hör mal. Hinter uns kommen Gegner. Und du fasst hier was von wegen, ne? Ich meine, dass man aus vielen Sachen jetzt Rohstoffe kriegen kann, das habe ich schon kapiert. Aber was ich vielleicht auch noch hätte sagen müssen ist, ich weiß auch, dass es hier jede Menge Siedlungen gibt, die man aufbauen kann. Aber ich persönlich habe gar keine... Aha, habe gar keine Lust, so viele Siedlungen aufzubauen. Deshalb werden wir wahrscheinlich nur die eine haben. Weil mir das schon Arbeit genug ist. Und ich Fallout 4 nicht gekauft habe als Stadtbausimulator. Ha, das hat gut geklappt. Cool. Was haben wir hier noch? Kronkorkenfahrrad. Na gerne. Hier, Patronen. Ah, Jagdgewehr bringt Kohle. Klebeband und Terpentin nehme ich mal mit. Terpentin ist immer was Schönes. Kann man trinken, wenn man Durst hat. Weg, feige Menschensau. Leck mich am Arsch, du hässlicher Riesenkopf. Ich würde sagen, wir müssen eins nach oben. Du da sein, nicht verstecken. Ich hab voll Schiss grad. Wieselige Menschen. Hallo? Hier ist soweit erstmal alles gut. Ein vergoldetes Sturmfeuerzeug. Oh. Kronkorken fast liegen gelassen, auch nicht schlecht. Ah, hier ist der eine, den wir schon gekillt haben. Ja, Patronen, sehr schön. Irgendwas mit Präzisionsschützen, das klingt schon mal gut. Was ist das? Jemand da? Die sind alle weiter oben verflucht, aber das sind viele. Ich sehe 2, 3, 4. Was? Ich höre was. 4 Kolosse sind es auf jeden Fall noch. Heute kein Kampf. Hallo? Was wird da sein? Lass das ein! Dafür du bezahlst!
Okay, einer weniger. Richtiger Heini hat gedacht, der könnte mich, aber... Da ist wohl doch nichts. Halt die Bubble, wir sind noch nicht sicher. Wir haben Gesellschaft. Alter! Gott! Mein Herz! Ach du Heilige, wir haben Gesellschaft, dreh mich um und auf einmal. Was kann ich denn jetzt damit eigentlich machen? Kann ich das schon im Menü irgendwie vielleicht? Verwerten. Komponentenansicht. Aha. Dreimal Keramik durch sowas. Okay. Aber hier jetzt direkt weiterverwerten kann ich es anscheinend nicht. Vielleicht muss man das irgendwie in der Ortschaft machen. Ist jetzt auch erstmal... Ich will hier weg. Ich bin nervös. Boah, ich muss das gerade erstmal richtig verdauen hier. Also der hat mich erschrocken, aber richtig übelst. Boah. Dass ich immer die falsche Taste drücken muss. Meine Güte, wo kam denn dieser dicke Heini her? Also wirklich, das war wirklich absolut nicht nötig, dass der mich so dermaßen erschrecken tut. Oh, an den Safe komme ich nicht ran. Hier ist alles kaputt soweit. Meine Fresse! Rumgucken. Okay, wir gucken mal. Wir müssen weiter nach oben, wie es aussieht. Zwei Ziele haben wir aktuell noch auf der Karte. Beide sind höher als wir. Kronkorkenpatronen. Ich weiß, wie wir nach oben kommen. Ich hoffe nur, die kommen nicht nach unten. Patronen wieder. Haarklammerbox. Auch gerne. 5 Haarklammern. Meine Güte, hat der mich erschrocken. Ohne Mist jetzt. Ja, Haufen Kaffeetassen für Keramik. Okay. Kronkorken und Fleisch. Also die Waffe, die wir hier ergattert haben von dem einen Supermutanten, die ist richtig Geld wert, du. Von hier oben sieht man garantiert das ganze Commonwealth. Du hast schon Angst? Von hier oben sieht man garantiert das ganze Commonwealth. Du bist verdammt hässlich, was? Wir haben Probleme, der ist stark. Das kann Spiel sein, Mensch. Wir gewinnen, du Stabe. Kein Grund zur Sorge. Ja. Alles klar, erledigt. Oh, damit ist auch der letzte weg. Ja, ich komme dann gleich Anzug, Mann. Erstmal die Patronen und die Minigun organisieren. Was zum Teufel machst du da drin? Schnell, hol uns hier raus. Meine Brüder bald hier sein werden. Sie wissen, dass Mensch Turm angreifen. Ich schließe den Käfig auf. Schnell, Strong sagt, dass mehr Supermutanten kommen werden. Übrigens, er gehört zu mir. Bitte tötet ihn nicht. Ach so? Ich dachte, ich muss dich jetzt töten, so schnell wie es geht. Das Schloss geht dich nicht auf. Gib mir eine Sekunde, Freunde. Ich muss mich erstmal ein bisschen umsehen.
und einen Weg suchen, wie ich euch plätten kann. Ich meine rausholen kann, Entschuldigung. Will ich hier schon wieder meine Verbündeten killen? Hier ist jedenfalls gerade nichts. Gut, dann gucke ich mal, was hier in der Kiste zum Beispiel noch so ist. Gehe hier aus dem Weg, sonst knallt's. Der Zellenschlüssel zum Beispiel. Die Waffenwerkbank. Da wollte ich mich auch mal genauer mit befassen. Soll ich dir was abnehmen? Oh ja, das wäre sehr nett. Komm mal ran, Kollege. Hey. Was brauchst du? Klar, hier ist mein Vorrat. Pass auf, du kriegst jetzt was von mir. Und zwar Sachen, die keiner braucht. Wie gebe ich was? Mit Enter. Ja, die kannst du eigentlich auch mal hier rüber tun. Das reicht mir eigentlich auch schon. Folgen wir Strong. Das Geräusch aus dem Westen des Raums. Aus diesem Scheiß-Ding. Hilfe! 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 Ja, aber dann kriege ich wieder Ärger, wenn ich sowas nehme. Ich esse mir erstmal eine Keule und ein Leguan am Stiel rein. Es waren im Leben nicht alle. Ein Schienbein? Nee, danke, das kannst du eigentlich behalten. Oh oh. Ah nee, du gehörst zu uns. Es tut mir leid, Strong. Patronen, Molotow, Fleisch. Komm, den anderen, den lassen wir jetzt in Frieden. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich will hier weg. Sag mal, Strong, wo ist denn dein Kollege hin? Oh mein, ich habe irgendwas genommen, was jetzt nicht mehr wirkt. Oh, na, das ist ja auch spannend hier. Nahkampf-Wackelpuppe. Geschäft erledigt man am besten persönlich und in direkten Kontakt. Du erhältst dauerhaft plus 25% kritischen Schaden mit Nahkampfwaffen. Hierher, Mensch, Mensch, Mensch. Hab ich dir das Hirn zermatschen? So. Die Planke kannst du behalten, mein Freund. Und wir müssen nochmal mit unserem Kerl reden. Wir müssen ein bisschen schweren Kram loswerden. Ach, da unten ist der Anzugsträger. Wo ist denn unser Affe? Was machst denn du da hinten? Hast du eigentlich einen Arsch offen? Was gibt's? Willst du Vorräte tauschen? Was gibt's? Ein bisschen was zu knabbern. Deine eigenen Zähne kannst du zum Beispiel gleich mal lutschen. So, pass mal auf. Du kriegst jetzt erstmal ein paar Dinge, die ich aktuell nicht brauche. Wir haben hier auch jede Menge Jagdgewehre sichergestellt. Das genügt eigentlich sogar schon. Rex. Rex Goodman. Bist du Anwalt oder warum Goodman? Hehehehehehehe. Ja, und jetzt? Also, das mit der Milch der Menschenliebe, das kommt aus Macbeth. Ich dachte, ich könnte diese Wilden zivilisieren, indem ich es ihnen beibringe. Strong hier glaubt, sie ist das Geheimnis der Kraft des Menschen. Darum will er, dass wir ihm helfen, sie zu finden. Aha. Flügeln? Werde ich unseren Geist und spreche die Worte des Bar. Was das? Was? Wer so, das? Jeder Kosmos setzt sich. Oft genug verspielen wir den möglichen Gewinn, weil wir den Versuch nicht wagen. Klug allzu bald, sagt man. Kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Wir sind uns hier mega hart am Konzentrieren. Alle Teufel sind hier. Herben und Trübsal will ich nicht ergeben. Weise sagen. Weise sei's getan. Euer Ernst, dass wir hier schon raus müssen, kannst du mal. Warum bleibt er stehen?
Wir werden alle sterben, oder? Nicht mehr hängen deine Eingeweide. Kronkorkenpatronen, Fleisch. Molotow nehme ich auch gerne mit. Preston! Wenn du nicht gleich kommst, fahren wir ohne dich, mein Lümmel. Zack. Lass uns diesen fürchterlichen Turm schnell verlassen. Mir ist dann viel zu viel Action hier. Ich will nach unten und dann nichts wie weg. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Oh, wie viel Patronen wir hier verbraucht haben. Was habe ich noch? Ich habe hier meine Machete. Die Knarre habe ich und die hier habe ich. Warte mal, da sind sie ja. Ist kein Problem, Peter. Du musst mich treffen. Keine Angst. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal wieder was zum Knabbern. Ist ja gut, hör doch mal auf mit deinem Geschwätz, du bist mir mega unheimlich, weißt du das? Okay, Strong, mein Freund. Wir sind doch fast unten. Das Geräusch da, was das sein? Noch mehr Supermutanten würde ich jetzt mal vermuten. War ich hier schon? Ich glaube, ich war hier schon. Ich höre Zeug, das gar nicht da sein. Also ich sehe gerade keinen. Na, Strong? Heidenei, war das eine Tour. Sprich mit Rex Goodman. Rex, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Was wolltest du da oben? Ich wollte diesen Supermutanten menschliche Kultur näher bringen, sie zivilisieren. Ich dachte, wenn sie die Größe von Shakespeare erleben, würden sie sich ändern. Und wer könnte ihnen die Augen für die Wunder dieses Barden besser öffnen als Rex Goodman, der beste Schauspieler der Gegenwart? Wie auch immer, ich bin dir sehr dankbar. Ich möchte, dass du das hier nimmst. Bitte entschuldige mich jetzt. Ich sollte jetzt von diesem grässlichen Ort verschwinden. Ich kehre zu WRVR zurück und mache wieder Radio. Okay, der Vorhang fällt. Habe ich gut gemacht. Gehen finden Milch der Menschenliebe mit Strong. Wieso willst du diese Milch der Menschenliebe finden? Milch, sein Geheimnis von Menschen. Macbeth sagen, Milch machen Menschen stark. Stärker als Supermutanten. Strong finden Milch. Trinken Milch machen Supermutanten stärker als Menschen. Ja, ich halte mein Versprechen. Gut. Strong gehen mit Mensch. Mensch helfen Strong finden Milch der Menschenliebe. Strong lernen Geheimnis von Menschen. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Strong immer wissen, was Strong machen. Mensch machen sich keine Sorgen um Strong. Preston Garvey. Ich wollte gar nicht, dass du gehst. Hallo. Kann ich was für dich tun? Folg mir. Komm mit mir. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin an deiner Seite, General. Schwächlicher Mensch statt Strong? Strong finden Milch ohne Mensch. Keine Ahnung, wie du es ausgehalten hast, mit einem dieser Dinger durch die Gegend zu ziehen. Hab ich doch gar nicht.
Strong nach Sanctuary. Dich können wir da gut gebrauchen. Viel Glück, mein Freund. Viel Glück. Und ich mache erstmal die Taschenlampe aus. So, wo bin ich denn jetzt? Ich muss erstmal zurück in die Stadt. Diamond City Markt. Ja, da muss ich definitiv hin. Feinde in der Nähe? Preston, mein Freund. Hier gibt's Feinde in der Nähe. Hast du das gewusst? Also, ich wusste das nicht. Wenn es hier Feinde gibt, verstecke ich mich lieber erstmal. Und beim nächsten Mal werden wir dann gucken, dass wir die Feinde loswerden, nach Sanctuary zurückkehren. Beziehungsweise, nee, nicht nach Sanctuary, in die Stadt hier, Diamond City. Und da will ich erstmal einen Haufen Rotz verkaufen. Und dann werden wir aber zurückkehren in unsere schöne Stadt. Ich will mir da ein bisschen die Zeit verknausern quasi, was weiß ich. Macht's gut.